gehen kann. Gerade Elektrogeräte landen oft schnell im Müll. Und wie sich unser Elektroschrott dann anderswo auswirkt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Im Chaos indischer Megastädte verschwindet unser Elektroschrott. Obwohl der Export illegal ist, gelangen tonnenweise Altgeräte aus Deutschland hierher. Ihr Inhalt ist zu wertvoll, die Ausbeute zu verlockend. Aber auch andere Länder und die Inder selbst sorgen für immer mehr Nachschub. Die Menge an Elektroschrott nimmt ständig zu. 2012 fielen weltweit schätzungsweise 41 Millionen Tonnen davon an. Laut einer Marktstudie wird sich die Menge bis 2016, also in nur 4 Jahren, mehr als verdoppeln. Ein Teil davon landet hier, in Sastri Park, Delhi. In diesem Stadtviertel leben fast alle Einwohner von der Elektroschrottverwertung. Die Luft riecht nach verbranntem Plastik und nach Chemikalien. Mohammad Sabir ist Kleinunternehmer und seit 27 Jahren in der Elektroschrottbranche tätig. Was andere weggeworfen haben, ist für ihn Arbeitsgrundlage. Die versteckten Schätze, er kennt sie alle. In einem einzigen Computer steckt eine ganze Menge Aluminium, einiges an Kupfer, auch anderes Metall und Plastik und sogar etwas Gold. Das können wir alles voneinander trennen und die einzelnen Komponenten weiterverkaufen. Jeder alte Computer bringt umgerechnet 7 € ein. Um diesen Schatz zu bergen, riskieren die Schrottverwerter Gesundheit und Leben. Beim Auseinanderbrechen von Festplatten wird unter anderem bleihaltiger Staub frei, der auf Dauer das Gehirn schädigen kann. Das Erhitzen der Platinen löst nicht nur die begehrten Edelmetalle, es entstehen auch verschiedene giftige Dämpfe, die alle schwer organschädigend wirken. Sie gelangen in die Umwelt und vergiften Luft und Wasser. Die indische Regierung hat diese Zustände lange ignoriert. Doch jetzt gibt es ein neues Gesetz, das den Umgang mit Elektroschrott regelt. Keine gute Nachricht für die Menschen hier. Denn obwohl der Elektroschrott sie auf Dauer vergiftet, erst einmal sichert er ihr Überleben. Mohammad Sabir wird sein Geschäft schließen müssen, wenn er es nicht schafft, den neuen Vorschriften gerecht zu werden. Um die verschiedenen Genehmigungen zu bekommen, muss man erst mal in einem Industriegebiet eine Halle anmieten. Und das alleine ist sehr teuer. Und es gibt noch viele andere Auflagen, die wir erfüllen müssen, wenn wir in Zukunft weiter mit Elektroschrott arbeiten wollen. Ashish Chaturvedi von der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist für Sabirs Probleme mitverantwortlich. Denn er hat die indische Regierung bei der Ausarbeitung des Gesetzes beraten. Das Land konnte die Augen vor dem immer größer werdenden Elektroschrottberg und dessen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt nicht mehr verschließen. Die Umwelt sowie soziale und wirtschaftliche Aspekte sind gleichermaßen wichtig. Wenn man sagen würde, die Umwelt geht vor, dann müsste man all diese Läden hier sofort schließen. Vom sozialen Standpunkt aus wäre das nicht akzeptabel. Die Situation ist absurd. Bei dem Versuch, die Menschen zu schützen, wird ihnen die Existenzgrundlage genommen. Ashish Chaturvedi versucht, sie davon zu überzeugen, sich auf die neuen Gesetze einzustellen, damit sie weiter vom Elektroschrott leben können. Das ist Zuckerbrot und Peitsche. Die Peitsche ist das Gesetz. Sobald es umgesetzt wird, arbeiten die Menschen hier illegal. Als Zuckerbrot bieten wir ihnen Fortbildungen an und vermitteln Kontakte zu Firmen, von denen sie Elektroschrott zur Verwertung bekommen können. So unterstützen wir sie bei der Legalisierung ihrer Arbeit. Mohammad Sabir ist der Erste aus seinem Viertel, der versucht, sich an die neue Lage anzupassen. Inzwischen hat er eine Halle angemietet, in die er all seine Ersparnisse investiert hat. Nun hofft er, bald die vielen verschiedenen Genehmigungen zu erhalten, um hier legal Elektroschrott auseinandernehmen zu können. Um sich einen Eindruck zu verschaffen, besucht Mohammad Sabir einen Großunternehmer in Sachen Recycling, der in mehreren Städten Indiens Werkstätten besitzt. Es gibt in ganz Delhi bisher nur 2 Betriebe, die alle erforderlichen Vorschriften einhalten. Die Arbeiter müssen zum Beispiel Schutzkleidung tragen.
Alle Teile werden unter Abzugshauben auseinandergenommen. So ein Arbeitstisch kostet rund 1.300 Euro. Das könnte Mohammad Sabir gerade noch aufbringen. Aber die Unterdruckkammer zum Auseinandernehmen von bariumhaltigen Bildröhren wird wohl erst einmal unerschwinglich bleiben. Das war heute sehr inspirierend für mich. Wenn ich die Genehmigungen habe, möchte ich auch Maschinen anschaffen, mit denen man Elektroschrott auseinandernehmen kann, ohne der Umwelt oder der Gesundheit zu schaden. Bis dahin sind noch viel Geduld und hohe Investitionen nötig. Aber dann könnten die Menschen hier endlich ohne gesundheitliche Risiken arbeiten. Und das wäre ein Anfang im Kampf gegen die Gefährdung durch unseren Elektronikschrott. Thank you.